Okay, ich sage herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Programmierung in LaTeX und anderen Programmiersprachen, habe ich den Vortrag genannt. Ich fange gleich mit einer Frage an. Ich habe in der Beschreibung geschrieben, es ist, Grundkenntnisse in LaTeX sollten vorhanden sein, es wird kein Einführungsvortrag. Sind die vorhanden? Also wer kennt LaTeX? Hat er schon mal benutzt? Ja, sehr gut, sehr gut. Das will ich haben. Gut, das heißt irgendwie normale LaTeX-Dokumente schreiben, habt ihr schon gemacht. Jetzt geht es darum, wie kann man das Ding programmieren. Ich habe das LA da in Klammern geschrieben. Es gibt bei LaTeX an und für sich erst eine darunterliegende Schicht TeX und dann die darüberliegende Makroschicht LaTeX. Ich habe fast immer LaTeX-Kommandos verwendet, weil es ist doch etwas die Syntax bekannter, wenn man ansonsten auch LaTeX-Dokumente schreibt und teilweise auch einfacher als jetzt die darunter liegende TeX-Sprache. Wir fangen erst einmal an mit einfachen Kommandos. Ich möchte mir ein eigenes Kommando definieren. Das kennt vielleicht auch der eine oder andere schon. Es gibt einen Befehl New Command. Ich definiere meinen Befehl, der heißt jetzt dann Backslash mein Befehl und anschließend kommt der Inhalt dazu. Zum Beispiel mein Befehl, neuer Inhalt, würde dann irgendwie halt den Inhalt ergeben, also Renew Command würde das Kommando redefinieren, wenn es schon existiert. Es gibt eben darunterliegend die TeX-Kommandos def zum Beispiel, würde auch ein neues Kommando definieren. Definiere irgendein Kommando und dann erhalte den Inhalt. Aber da wird halt nicht nachgeprüft, existiert der Befehl schon oder bei der Redefinition, ob der wirklich redefiniert werden kann und bei der Neudefinition, ob der Befehl vielleicht schon existiert. Das heißt, die empfehlenswerte Variante ist, halt die LaTeX-Kommandos zu verwenden und nicht die darunterliegenden TeX-Kommandos. Eben zum Beispiel New Command MFG mit freundlichen Grüßen. Würde dann die Abkürzung ergeben, MFG, Wolfgang Dattermann. Also, und wie man da hier sieht, ganz unten, ja, zwischen dem Beistrich und dem W von Wolfgang ist irgendwie kein Leerzeichen. Warum? Naja, das MFG, was ich da geschrieben habe, und dann kommt ein Leerzeichen, das ist eigentlich das Kennzeichen, aha, hoppala, hier ist der Befehl MFG zu Ende, aber es fehlt halt irgendwie das Leerzeichen, was ich danach irgendwie eigentlich gesetzt habe, weil das wird schon interpretiert als Trennung zwischen dem Befehl und dem Wort Wolfgang. Es ist ein Leerzeichenfehler. Wie kann man das beheben? Erst einmal gibt es die unschönen Varianten. MFG, geschwungene Klammer zu, würde jetzt auch quasi das Befehlsende kennzeichnen und ich könnte so MFG, geschwungene Klammer auf, zu Wolfgang Dattermann schreiben, dann ist der Leerzeichenfehler nicht vorhanden. Zweite Variante, ich kann irgendwie den Beistrich zum Beispiel rausnehmen. Dann ist der Beistrich, das ist irgendwie auch, kann kein Teil von einem Befehl sein, das heißt, ist das nächste Token, sagen wir mal so. Ich muss den dann halt irgendwie quasi reinschreiben, weil da oben habe ich das Komma in den Befehl reingenommen. Dritte Variante, ich kann das Leerzeichen, das ich haben will, quasi direkt in die Befehlsdefinition reinschreiben. Alles irgendwie unschön. Alles unschön, das heißt, was ist denn die schöne Variante? Ist ein Paket namens XSpace, das bindet man ein mit UsePackage XSpace, stellt genau einen Befehl zur Verfügung, nämlich XSpace. Und wenn man einen Befehl, also zum Beispiel Großbritannien habe ich hier mit GB, Backslash GB, abgekürzt. Wenn ich da hier das X-Space noch dazu schreibe, dann habe ich irgendwie das Problem mit dem Leerzeichen nicht, weil es erkennt quasi selbstständig, kommt irgendwie, sollte ein Leerzeichen erforderlich sein, zum Beispiel irgendwie, die Hauptstadt von Backslash GB ist Großbritannien, ja, danach sollte eigentlich ein Leerzeichen sein. Aber eben andersrum, ich fliege nach GB, da brauche ich kein Leerzeichen.
weil oder die Hauptstadt von GB ist London, da bräuchte ich wieder ein Leerzeichen. Mit X-Space am Ende wird das automatisch erkannt, wo wird eigentlich ein Leerzeichen benötigt und wo nicht. Das heißt, ist durchaus, wenn man, vor allem wenn man so Textstrings ersetzt, sinnvoll. Ja, was gibt es noch? Man kann Argumente verwenden, die werden mit Gitterzeichen 1 bis Gitterzeichen 9 gekennzeichnet. Und ist 9 das Limit? 9 ist das Limit. Erst einmal, warum ist 9 das Limit? Es könnte auch irgendwie 10 sein oder 100. Nur das Problem ist, es wird einfach ein Zeichen nach dem Befehl wird als Zahl erkannt. Und wenn ich habe da jetzt irgendwo so ein kleines Beispiel hoffentlich vorbereitet. Habe ich jetzt nicht, aber gut, machen wir mal irgendwie ein ganz kurzes test.dech. Ja. Klasse. Artikel, dann eben in Document. Ich zeige jetzt ganz kurz, wie das Ganze ausschaut. Dann machen wir New Command. Jetzt sieht man, dass da hinten soll ich es irgendwie größer machen. Control. Ja, habe ich schon gesehen. So, das sollte lesbar sein, hoffe ich. Ja, ich nenne Befehle jetzt meinetwegen Backslash A oder GLD, Installierungstage. Ich sage irgendwie, ich möchte sagen wir 11 Argumente angeben, oder ich sage mal, ich möchte 1 angeben. Also 9 ist das Limit. Und zwar, wenn ich daran irgendwie angebe, jetzt dann. Event. Ja, bitte GLD Gitterzeichen 11 oder sowas. Ja, er nimmt einfach nur das nächste Zeichen. Wenn ich dann schreibe irgendwie GLD und dann meinetwegen 2014, sollte eigentlich GLD 2014 ergeben. Und dann halt das End-Kommando, aber er wird dann einen zweiten 1 einfach dazu schreiben. Allerdings 11 Argumente, das ist schon eine relativ lange Wurscht. Also das ist schon irgendwie Document. Ja, danke. Genau, und ich sage jetzt, da ist quasi ein optionales Argument, nicht? PDF-Latex. Ja, wie habe ich es jetzt genannt? Genau. Also er schreibt jetzt 2014, was ich angegeben habe, und dann am Schluss eben den Einsatz quasi noch dazu. Ja, das habe ich jetzt dann irgendwie verkehrt rum, aber also er nimmt quasi nur das nächste Zeichen als Syntax-Dingsbums dafür. Also 9 ist das Limit. Und eben, man kann auch zum Beispiel eben so angehen. Ich habe 2 Argumente. Ich fahre von Gitterzeichen 1 nach Gitterzeichen 2 und ich definiere ein Kommando über Zugfahrt und ich kann angeben Zugfahrt Graz-Wien. Ich fahre von Graz nach Wien. Das Ganze gibt es auch mit optionalen Argumenten. Das kennt man zum Beispiel von SQR, SQR-Root. Für Wurzelzeichen in Mathematik, da gibt es ein optionales Argument, wo man halt angeben kann, wie viel die Wurzel ist es. Oder Backslash, Backslash für den Zellenumbruch, optionales Argument, wie groß soll der Abstand sein. Geht auch. Man kann eben da als optionales Argument quasi den Default-Wert angeben. Und Default-Wert wäre dann zum Beispiel bei der Wurzel eben nichts, weil über dem Wurzelzeichen nichts stehen soll. Und wenn man halt was angibt, wird halt der Wert dann irgendwie da eingesetzt. Zum Beispiel, ich könnte angeben, New Command eben Fahrt von, was ist da? Genau, Fahrt von 2 nach 3 oder sowas und ich gebe als optionales Argument an, jetzt irgendwie Auto meinetwegen. Einmal gibt das Zugfahrt von Graz nach Wien, das ist der Defaultwert, den ich vorgegeben habe. Defaultwert Zug. Und die andere Variante eben mit einem optionalen Argument. Ich fahre von Graz nach Wien. Es ist ein optionales Argument möglich. Warum nicht 2 oder 3?
Ja, wenn ich eines angebe, dann weiß der eigentlich nicht, meine ich jetzt das erste, das zweite oder das dritte. Also insofern, deswegen ist ein optionales Argument möglich. Man könnte eben durchaus Argumente eben auf leer setzen, aber die müssen dann halt zwingend vorhanden sein. Genau. Ja, das Ganze gibt es auch mit Umgebungen. Man kann New Environment und eben auch Renew Environment machen. Da kann man eigene Umgebungen definieren, die eben dann mit Beginn meine Umgebung, End meine Umgebung definiert werden. Und was gebe ich da an? Ich gebe erst die Startbefehle an, sprich die, was zu Beginn der Umgebung ausgeführt werden sollte. Könnt ihr zum Beispiel machen, eine Umgebung Wechsel der Schriftart oder halt Wechsel der Schriftart und Fett oder irgendwie, keine Ahnung, und würde dann eben da beim Startbefehl halt die entsprechende TextBF, also für Boldface oder sowas angeben und SFFamily für, oder etc. und beim Zurückschalten dann eben wieder zurückschalten, also bei dem Endbefehlen. Also eigene Umgebungen. Ja, was braucht man bei einer Programmiersprache noch? Variablen. String-Variablen wurden gerade behandelt. Das sind eigentlich die Makros, die wir gerade definiert haben. New Command MyString, also Backslash MyString muss das heißen, weist dem Wert ABC jetzt der Variablen MyString zu. Also hier oben habe ich so Börschreibweise genannt. Und beim zweiten Mal halt New Command. Ja, was braucht man noch für Variablen? Integer-Variablen, ja, das sind in LaTeX Counter. Es gibt die Möglichkeiten New Counter, Step Counter für Erhöhen, für die Deklaration. Add to Counter, da kann man einen Wert dazuzählen. Und Set Counter, die Variable auf einen gewissen Wert setzen. Um den Wert zu verwenden, kann man Value mein Counter angeben. Das würde man zum Beispiel sagen, wenn ich sage Set Counter. Mein Counter könnte man auf Value, meinetwegen Page setzen oder sowas. Das sind eben etliche Counter, die sind schon vordefiniert. Man hat die Möglichkeit, für jede Section gibt es einen vordefinierten Counter, für die Gleichungen gibt es Counter, für die Itemize-Umgebungen, also Enumerate-Umgebungen gibt es Counter. Die sind alle schon vordefiniert und man kann eben eigene Counter noch dazu definieren. Das nächste, was es gibt, ich glaube, ich habe da so ein Beispiel dabei. Ja, die Variablen, die Integer-Variablen ausgeben. Die kurze Variante, mein Counter. Was man vielleicht kennt, ist the page, also die Seitennummer ausgeben. Meinetwegen jetzt dann, wenn man einen eigenen Stil definiert, the page gibt die Seitennummer halt irgendwie aus. Alternativ könnte man auch angeben, Arabic, mein Counter, Arabic page. Ja, man kann es auch noch als alphabetisch ausgeben, in römischen Ziffern ausgeben. Aber es ist halt alles ein bisschen mühsam. Es gibt dann noch Boolean-Variablen, die kann man eben mit Boolean myBoolvar abfragen. Und zum Beispiel, es gibt ein Paket if-then, da könnte man die Variablen abfragen. If-then-else, wenn die Boolean-Variable einen gewissen Wert hat, dann wird entweder der then-Block ausgeführt oder der else-Block. Und was braucht man noch für eine vernünftige Programmiersprache? Irgendwie so Schleifen. Es gibt ein Paket while do. Ja, new counter, set counter auf 1, also wir definieren die Variable auf 1. Und solange der Wert der Variablen kleiner als 10 ist, das ist meine Abfrage, soll die Variable quasi irgendwie ausgegeben werden. Und dann um 1 erhöht werden. Step counter ist quasi das i++. Da habe ich irgendwo ein kurzes Beispiel. CD01. Genau, ich habe einen While Loop verwendet. Wie schaut das ganze Ding aus? Loop.dech. Ja, eigentlich genau das, was ich gerade erwähnt habe. Und da gebe ich dem am Schluss aus, i ist gleich der Arabic-Wert von i, also die normale arabische Ziffer. Wenn ich das ganze Ding übersetze, Loop, wird normal übersetzt. Und was kommt raus? Eine Aufzählung, also ein Loop von 1 bis 10 oder bis 9, was habe ich jetzt programmiert? Bis 9, ja. Also ich habe auf kleiner gleich gefragt.
Kann man so programmieren. Ist natürlich alles irgendwie ein bisschen mühsam. Also man kann... Das war das, was ich wollte. Genau. Ja, was ist auch noch zu beachten? Es gibt in Tech ja fragile Befehle. Was ist ein fragiler Befehl? Man kennt das teilweise von sehr obskuren Fehlermeldungen. Ein fragiler Befehl ist zum Beispiel, ich habe das da wieder vorbereitet, protected, genau. Ich habe ein ganz kurzes Dokument, protect.c, und ja, ich möchte einfach ein Kapitel 1 und in der Fußnote soll der Wert 1 erscheinen und das wird nicht funktionieren, wenn ich das Ding übersetze. Also es ist eigentlich legaler LaTeX-Code. Aber wenn ich das ganze Ding übersetze, kommt eine sehr obskure Fehlermeldung. Argument of add sect heißen extra geschwungene Klammer zu. Was ist denn das? Das Problem ist, der Befehl der Fußnote wird quasi in den Hilfsdatei geschrieben und beim nächsten Mal neu eingelesen. Und dann wird eben die Fußnote generiert, also aus der Hilfsdatei, das ist die AUX-Datei. Die wird auch immer angelegt. Ups. Und da steht dann eben so drin, write to doc-File, also das Table of Contents. Das ist eben das, was für das Inhaltsverzeichnis verwendet werden würde. Naja, und was schreibt da rein? Erstmal Section, Number Line 1, das ist noch okay, dann kommt Kapitel. Ja, und danach kommt irgendwie so ein sehr obskurer LaTeX-Code. Sehr obskur. Ja, und wie kann man das Problem lösen? Man kann die Kommandos schützen. Nämlich schützen vor der Expansion. Da gibt man vorher an Protect. Dann wird der Befehl erst später expandiert. Das schaut dann so aus. Dann kann ich das ganze Ding nochmal übersetzen, dann kommt die merkwürdige Fehlermeldung nicht und dann steht in der AUX-Datei, steht dann wirklich noch der Footnote-Befehl drin. Footnote 1, also was ich da eben gehabt habe. Und dann schaut das ungefähr so aus, wie das ausschauen soll. PDF. Da schaut das Dokument so aus. Erstens Kapitel 1, Fußnote. Und, ja, 1 steht unten als Fußnote. Also das ist der Text, den ich erklärend dazu geschrieben habe. Ups, schon fertig? Ja, ups, okay, was dann? Ja, das war noch alles nicht das, was ich vorzeigen wollte. Ich sage nur ganz kurz, was ich noch geplant gehabt habe. Es tut mir leid, dass der Vortrag so... Ich würde sagen, ich mache eine Dingsbums LS. Ich habe noch geplant gehabt, jetzt irgendwie zu zeigen, wie man, das ist quasi die neue Methode LuaTeX programmiert, wie man externe Programme aufrufen kann. Man kann auch Lisp verwenden, man kann Kommandos in Perl noch schreiben, das kann ich vielleicht noch zeigen, und eben auch in Python. Das waren alles so Beispiele, die ich noch gehabt habe. Ich zeige meinetwegen noch ganz kurz die Sache mit Perl, weil das ist ganz witzig. Gibt. Also die Folien, die stelle ich dann natürlich zur Verfügung. Man kann ein Paket Perl-Tech verwenden, ich bin gleich fertig. Und dann gibt es eben Perl-New-Command, Perl-Renew-Command, Perl-New-Environment, Perl-Renew-Environment und Perl-Do. Und das würde dann ungefähr so ausschauen. Cut Perl Text. Also quasi ganz kurz, was möchte ich machen? Ich definiere mir ein Kommando und ja, das soll irgendwie so ein Substring sein oder sowas. Also ein Perl Substring-Kommando. Oder ich bilde ein SH1-Hash oder ich lasse Perl was berechnen, 12x12. Und wenn ich das ganze Ding mit Perl-LaTeX übersetze. 13.
also Birl-Tech, da kann ich dann irgendwie noch angeben, no safe, dass Birl keine Einschränkungen hat, also Zugriff auf Dateisystem, auf Module. Und ich lasse das ganze Ding übersetzen. In diesem Fall kommt der DVI-Datei raus. Das könnte ich noch angeben. Das DVI. Und eben mit dem in Perl geschriebenen neuen Kommando bekomme ich da dann wirklich den SH1-Hash meinetwegen vom Wort Linux da. Ist in Perl in Ding selbst wahrscheinlich eher in Tech selbst wahrscheinlich eher kompliziert zu machen. Gut, also ich bin da definitiv fertig. Es tut mir leid, dass ich die ganzen Beispiele noch nicht vorzeigen konnte. Sorry. Ja, nein, du hast recht. Ich sollte beim nächsten Mal einen einstündigen Vortrag machen. Von welchem Lisp-Dialekt hast du gesprochen? Weil da gibt es verschiedene Ansätze. Nein, das ist ein Lisp-Interpreter, der direkt in Tech implementiert ist.